So, wir haben noch einmal alphabetisch ordnen. Und zwar im Zirkusheft auf der Seite, na, wo ist es? Auf der Seite 9. So, jetzt vorher aber noch ein kleiner Nachtrag. Und zwar habe ich Fehler gemacht. Und zwar hat mir die Melissa am Montag bei der Reihentestung gesagt, Herr Nöth, du hast da einen Fehler gemacht in der Lösung, und zwar die Alpakas, die gehören doch vor die Ameisen. A, weil es kommt auf den zweiten Buchstaben an. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, und dann kommt doch erst M, N. Und es ist richtig, also die Alpakas müssen da vorne rein. Also da ist ein Fehler drin, das kannst du ja nochmal nachprüfen, ob du das richtig gemacht hast oder ob du das auch übersehen hast, so wie ich. Und hier hinten, also hier bei mir steht Marie Meier und dann kommt die Margit Weber und das ist falsch, weil die Marie, da ist ganz schön, also die ersten drei Buchstaben sind gleich. Und G kommt vor I. Also muss ich das verbessern. Und das mache ich jetzt hiermit auch gleich mal. Ich radiere hier raus aus meinem Lösungsheft und ändere das mal um. Also die Margit Weber kommt vor der Marie Meier. So, also ich muss euch aber sagen, das hier, das war ganz schön schwierig. Also das fand ich wirklich auch sehr schwer für dich. Und auch, wie du siehst, für mich war es auch gar nicht so einfach. So. Jetzt hast du hier auf dieser Seite eine Menge Bücher. Ja? Und ich habe dir einfach auch mal ein paar Bücher hier mitgebracht. Ja, zum Beispiel habe ich hier Astrid Lindgren Geschichten aus Bullabü. Ja? Das Buch heißt Geschichten aus Bullabü und die Astrid Lindgren ist die Frau, die, also die Autorin, die das Buch geschrieben hat. Ich habe ein anderes Buch, das ist ein Buch über Luchse, das heißt Luchse, also der Buchtitel heißt Luchse und der Autor ist Jost Schneider, also der Mann heißt anscheinend Jost. Komischer Name, habe ich noch nie gehört, aber gibt es anscheinend. Und hier habe ich auch noch ein Buch, ja, Die Entstehung des Lebens heißt das Buch Evolution und hier steht drauf Cartie Scott. Ja, also das ist Scott, ist ein englischer Name. So, also die Entstehung des Lebens. Das sind die Buchtitel, das sind die Autoren. Wenn ich die jetzt alphabetisch ordnen möchte, kann ich mir aussuchen, zum Beispiel den Buchtitel. Ich kann das nach Buchtitel ordnen, zum Beispiel D. Die Entstehung des Lebens fängt mit D an, deswegen, das ist relativ weit vorne. Das kommt vor G, A, B, C, D, E, F, G, Geschichten aus Bullabü, G, H, I, J, K, L. Dann müsste ich die Bücher so ordnen. Zuerst kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Wenn ich das jetzt aber nach den Autorenvornamen ordnen will, dann muss ich es anders ordnen. Zum Beispiel sage ich, das Buch ist von der Astrid Lindgren. Die beginnt mit A, also ist die ganz vorne. So. Und jetzt habe ich die Katie heißt die eigentlich, Katie Scott und den Jost Schneider. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ordne ich das? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Also dann kommt zuerst der J, Jost Schneider und dann die
Katie Scott. Dann müsste ich die Bücher so rumordnen. Zuerst das, dann das, dann das. Wenn ich das jetzt aber nach den Nachnamen der Autoren ordnen will, dann sieht es wieder anders aus. Dann habe ich hier Lindgren, Schneider und Scott. Obwohl, dann sieht es, glaube ich, gar nicht anders aus, sondern dann ist die Reihenfolge sogar zufällig die gleiche. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Beide fangen mit S an, plus Schneider mit S, C, H, Scott nur mit S, C. Und dann muss ich also auf den dritten Buchstaben schauen. Und H kommt im Alphabet vor Scott. Also würden die Bücher dann auch so geordnet werden nach den Nachnamen. Okay, so. Das war nur mein Beispiel. Das kannst du mit allen Büchern machen. Wenn du ein Buch zu Hause hast, schau mal nach, wie heißt der Autor oder die Autorin. Und jetzt fangen wir mal da an. Die drei Geister haben Bücher. Und die sagen, ich sortiere meine Bücher anders als ihr. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Pom. Ja, das Geistlein, der heißt Pom, die andere heißt Pam. Und dann gibt es noch den Pim oder die Pim, weiß man nicht so genau. Und der Pom sagt, die grüne Tür. Der ordnet seine Bücher also nach dem Buchtitel, die grüne Tür. Jetzt muss ich mir mal die Buchtitel durchlesen. Die grüne Tür, Elsa die Detektivin, Immerrot, Pony im Wald, Drachensuche, Hasenfreunde, Luisa in den Bergen, Winzig und Riesig. Okay, also die grüne Tür ist das erste. A, B, C, D. Habe ich noch ein Buch mit D? Ah, hier, Drachensuche. Also muss ich hier weitermachen mit D. Drachensuche. So. Gut, dann habe ich vom Titel her, habe ich das schon. Dann habe ich das schon. A, B, C, D. E. Habe ich ein Buch mit E? Ja, Elsa, die Detektivin. Also, da kann ich oben am Titel auch einen Haken hin machen. Elsa, die Detektivin. Und so weiter. A, B, C, D, E, F haben wir nicht. E, F, G haben wir nicht. FG, H. Jetzt kommt Hasenfreunde. Also, dann schreibe ich unten auf Hasenfreunde. So. Und so weiter und so weiter. Also, das sind die Buchtitel. Jetzt sortiert der Pam aber die Bücher anders. Der sagt, ich möchte die nach den Autorennamen, und zwar nach dem Vornamen. Ja, und da ist die Anne Nordin oder Norden ist natürlich ganz vorne. Also, Anne Norden, das Vorname ist schon mal hier gemacht. So, jetzt muss ich mich weiter umsehen nach den Vornamen. Wie heißen denn die Leute? Peter Holzer, Walter Weide, Tom Finder, Klaus Aberer, Vera Dürr, Raffaela Wild und Lotte Budde. Okay, also A habe ich schon. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Also der nächste, der dran kommt, ist K. Klaus Aberer. Also muss ich den aufschreiben. Klaus
Aberer. So. JKL nach L, Lotte Budde. Also, Lotte Budde. Okay, dann habe ich die hier gemacht und so weiter. Und hier mache ich die Vornamen. Und dann mache ich hier unten, ja, du machst es selber fertig, hier unten noch die Nachnamen. Mir ist jetzt bloß gerade was aufgefallen. Und zwar fängt der Pim ja hier an mit Dürr Vera. Ja, hier Vera Dürr. Und ich finde es irgendwie komisch, weil ich habe ja noch den Klaus Aberer. Und der fängt ja mit A an. Und es könnte sein, dass hier im Heft tatsächlich ein Fehler drin ist, weil und auch Lotte Budde fängt irgendwie anders an, ne? Also das ist komisch. Also hier die Vera Dürre ist eigentlich erst frühestens auf dem dritten Platz, soweit ich das sehe. Also fangen wir mal da unten nochmal zusammen an. Wir fangen an. Oder ist. So, nee, also da ist definitiv ein Fehler drin. Also, wir fangen hier an mit dem Klaus Aberer. Also, da geht's los. Wir schreiben so auf. Aberer Klaus. Komma dazwischen. Dann haben wir den Aberer Klaus gemacht. Dann kommt Budde und zwar Lotte. Budde. Lotte. Okay, dann haben wir die gemacht. Und jetzt kommt doch erst die Vera Dürr. Also, dann machen wir hier mal einen Pfeil nach unten. Hier ist das definitiv falsch. Und dann geht's weiter mit A, B, C, D. Haben wir jemanden, also Dürr haben wir auch schon. Haben wir irgendjemanden mit E? E haben wir nicht, aber F, Tom Finder. Also der kommt dann hier als nächstes. Finder. Tom. Gut. So, also, du machst es selbstständig fertig und falls ich Fehler